Ja, liebe 3D-Druckfreunde, herzlich willkommen hier bei Willis 3D-Druckkanal. Mein Name ist Willi und ihr habt ja den Titel schon gesehen und ich sag euch, das ist kein Clickbait. Der eine oder andere kann das so sehen, wie er mag, ja. Ich möchte heute mal in diesem Video mit euch reden als Community von meinem Content, was ich euch biete. Wer die letzte Zeit so meine Videos verfolgt hat, wird gesehen haben, dass ich nicht immer ganz bei der Sache war oder nicht so diese Leidenschaft entwickelt habe. Denn ich muss auch sagen, das war es auch nicht. Viele haben ja auch schon mal gesagt, ja, Willi, du machst ja nur noch Werbung oder Reviews oder sowas. Und das gehört natürlich mit dazu, aber ganz ehrlich, hat natürlich auch für mich überhand genommen. Plus, dass ich, ja, dieses Jahr und letztes Jahr gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe war. Da waren einige Vorfälle mehrmals im Krankenhaus gewesen. Und ja, das hat mich ganz schön gebeutelt und auch Energie gekostet. Und das, glaube ich, hat man auch gemerkt in dem Video. Denn ich musste, war echt zu Tränen gerührt, wo ich letztens ein Video gemacht habe und dann einer einen Kommentar hier geschrieben hat, ja, Willi, ja, dir fehlt das Leuchten in den Augen. Ja, das merkt man, wenn du für was brennst, dann leuchten die Augen und dann bin ich da auch voll dabei. Und jeder, der mich kennt, und ich will jetzt auch mal nicht so tief in die Tiefe greifen, sondern ganz kurz, wie natürlich auch alles angefangen hat. Ich hatte ja damals, wo ich vor ein paar Jahren mit dem 3D-Druck angefangen habe, hat mein erster 3D-Drucker war der Anycubic Mega S und der lief ein halbes Jahr eigentlich ziemlich gut und dann kamen die ersten Probleme, ja, und gerade hier mit Kalibrierung und Kabelbrand hatte ich alles Mögliche und da kam mir die Idee, hey, wenn du die Probleme hast, werden andere auch diese Probleme haben und warum stellst du die nicht irgendwie parat? Ich bin kein Freund so von Foren, ja, deswegen habe ich gesagt, okay, machst einen YouTube-Kanal auf und teilst deine Probleme mit der Community. Das hat lange, lange gedauert. Was heißt lange gedauert? Ich habe da gemerkt, da ist wirklich ein starkes Interesse und da habe ich halt einfach auch immer viele Probleme, aber auch wie man sie lösen kann, Videos gezeigt. Ja, damals ganz stark Anycubic. Genau das ist jetzt einfach in dieser Zeit ein Problem. Es gibt weniger Probleme. Ja, denn dank Bambu Lab, wir wollen es ganz ehrlich sagen, oder das automatische Nivellierung, das braucht keiner irgendwie mal was. Meistens laufen die Geräte wirklich astrein. Es gibt natürlich auch bei Bambu Lab Probleme oder sowas, aber auch die haben wir alle mittlerweile schon fast alle geschildert. Ja? Und das ist natürlich auch eine neue Generation und eine neue Zeit. Nochmal darauf zu kommen, wie ich das hier aufgebaut habe. Danach kam auch der Anycubic Viper. Das war so mein Ding, wo mich hier bei YouTube ein bisschen größer gemacht hat. Weil ich hatte entweder ein Montagsgerät, wie gesagt, viele hatten ein Montagsgerät und der hat natürlich mächtig viele Probleme gemacht, ja. Und mittlerweile habe ich dann auch, ja, viele Sachen ausprobiert und ich komme aus dem Bereich raus, wo man ja viel mit Sensoren, Autotechnik zu tun hat und meine Idee war immer so, das zu kombinieren, ja. Du kannst jetzt endlich mal das machen. Oder was drucken und das ist auch mein Ding, einfach Freude am 3D-Druck zu zeigen. Ja, was so ein 3D-Drucker alles machen kann oder was man mit einem 3D-Drucker alles machen kann. Ja, geht irgendwas kaputt zu Hause, meistens am Wochenende. Entweder kriegt man das Ersatzteil sowieso nicht mehr, dann schmeißt man das Gerät weg. Ja, oder man hat jetzt die Möglichkeit, das nachzubauen und zu drucken und das Gerät funktioniert wieder. Das sind ganz tolle Sachen, wofür ein 3D-Drucker echt gut ist. Ja. Und das wollte ich auch vermitteln. Dann kam halt immer mehr so ein bisschen auch Technik. Und ich habe immer gemerkt, das macht mir immer mehr Freude, aber auch 3D-Druck dann mit anderen Sachen zu kombinieren. Sei es auch mit Lasern oder mit anderen Materialien. Und ich habe immer so nach rechts und links geschaut. Was gibt es denn eigentlich noch so außergewöhnlich für einen 3D-Drucker? Ja? Wo man vielleicht eventuell, wie jetzt bei Diamond Polymer sowas versiegeln kann, dass das wasserdicht wird oder jetzt sogar mittlerweile UV-sicher, ja, PLA braucht man gar keine Probleme mehr haben draußen, ja, auch beim Regen nicht mehr.
Ja, da gibt es wirklich Mittel mittlerweile für einen 3D-Drucker oder für 3D-Objekte, wo man das behandeln kann. Und ja, früher hast du ein PLA in die Sonne gelegt, das ist ausgeblichen und dann ist dir zusammengeschmolzen. Ja, all das, natürlich mittlerweile bei diesen Temperaturen, die wir haben, würdest du das auch nicht mal so in die Sonne stellen. Ja, da wird es wahrscheinlich wirklich schmelzen. Aber darum ging es mir halt einfach, nach rechts und links zu schauen. Und irgendwann hatte ich natürlich auch mal die Aufmerksamkeit von Firmen. Und mein Ziel war nie, jetzt irgendwie ein YouTube-Star zu werden oder dass ich dann sage, oh, ich möchte jetzt hier damit nur noch mein Geld verdienen, denn ich habe einen tollen Job, ja, und da gehe ich auch gerne hin, wenn ich nicht krank bin, ja, also hier Kollegen, tut mir leid, mal in diesem Sinne. Und ja, all das war jetzt aber in den letzten Zeit so viel geworden, auch gerade mit den Kooperationspartnern, dass ich da richtig Druck hatte und ich auch nicht mehr die Leidenschaft oder auch die Zeit nicht mehr hatte, das ausführlich mal zu, also ausführlich, nicht, dass ihr meint, ich tue das nicht ausführlich testen, habe ich das natürlich schon. Aber durch meine Erfahrung geht es natürlich wesentlich schneller mittlerweile, ja. Und das ist halt einfacher, auch mal auf den Punkt zu kommen. Ich möchte hier nicht mehr den gefühlt 20. 20 Watt Laser hier vorstellen, die irgendwie immer nur dasselbe können. Oder ein Drucker, wie gesagt, jetzt wird es sowieso immer schwieriger mit Druckern. Einfach, was ich euch hier mitteilen möchte, ist halt wieder, ich möchte wieder in die Schiene gehen wie vorher, wenn es Probleme gibt, die euch zeigen, ja, auch gerade im Discord, in meinem, ja, da bin ich momentan auch ganz wenig aktiv gewesen, das möchte ich halt einfach wieder mal ein bisschen auffrischen, dass ich für euch wieder da bin, ja, und auch meine verrückten Ideen, die ich habe, auch wieder leben kann. Ja, ich möchte wieder mehr Roboter bauen. Da hinten baue ich jetzt gerade ein schönes Projekt für Halloween. Ja, das kommt jetzt. Das wird auch eins der nächsten Videos sein. Es werden weiterhin Kooperations- und Reviews-Videos gehen, aber nur noch das, worauf ich wirklich Bock habe. Ja, oder wo ich dann sage, und da verzeiht mir, ja, für die, wo dann sagen, ja, der macht nur noch Werbung, wo ich sage, das möchte ich haben. Und wenn es nur für mich ist, denn das ist meine Belohnung. Ja, meistens suche ich aber immer irgendwas raus, wo man dann kombinieren kann. Das seht ihr ja auch mit 3D-Druck oder sonstiges. Ja, es ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, ich brauche eine Waschmaschine, da hole ich mir jetzt eine Waschmaschine und stelle eine Waschmaschine vor. Nein, das wird es nicht sein. Ich werde treu bleiben jetzt bei einigen Kooperationspartnern, die mir auch immer das Wasser gehalten haben. Und das ist Gitwing, das ist X-Tool. Jetzt mit dem Laser, da wird mehr kommen. Ja, aber nicht jetzt das Gerät vorzustellen, sondern wirklich, was kann ich, und das ist mir jetzt wichtig, was kann ich denn bei so vielen Geräten, wo ich habe, was kann ich mit denen alles machen, Ideen euch zeigen, damit man sieht, ah, das ist ja kreativ, das gefällt mir, ah, das ist genau das, was ich gesucht habe, ja, das möchte ich, das könnte ich mit dem Gerät genauso machen, ja, also einfach Ideen zeigen und auch jetzt halt mehr so hingehen, gerade so für Geschäftsideen, ja, viele haben sich ja auch einen Drucker geholt oder einen Laser, um bei Weihnachtsmärkten oder sowas zu drucken oder Flohmärkten und zu verkaufen, um sich ein bisschen kleines Geld zu verdienen. Ja, also ich will hier jetzt nicht Werbung machen. Denkt immer dran, dass es versteuert werden muss und bla bla bla. Da, ich bin kein Rechtsberater, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und da möchte ich halt einfach mehr oder weniger Anregungen bringen, mehr wieder Ideen, mehr wieder Robotik. Ich habe jetzt einen schönen Werbepartner. Ja, bekommen hier gerade für meinen Sensoren und Elektrik und Arduino für Roboter bauen. Das zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz. Das ist zwar jetzt auch Werbung, aber ist mir jetzt auch egal. Das ist eine Firma, wo ich jetzt gerne mit zusammenarbeiten möchte, um eigentlich meine Projekte auch zu verwirklichen. Ja, und dann, wie gesagt, meinen guten Kooperationspartner wie Creality oder sonstiges einfach treu bleibe. Ich möchte einfach sagen, es wird in Zukunft weniger Reviews geben, sondern nur noch das, wo ich wirklich, also es wird auch wieder Reviews geben, ja, aber wo ich Lust drauf habe, wo ich mir das selber aussuche, das möchte ich machen, ja, und nicht alles annehmen. Und ganz ehrlich, es ist halt einfach so, man wird nicht reich durch YouTube, ja, man wird auch nicht reich durch all viele Links von Amazon. Und da bin ich froh, dass ihr das in Anspruch nimmt und mich
oder meinen Kanal hier ganz groß unterstützt. Hier auch nochmal tausendmal danke. Auch die Größe, die ich mittlerweile erreicht habe oder die Reichweite, ja, das macht mich total stolz. So mein Ziel war damals eigentlich gar nicht, das zu machen, aber wo ich dann gemerkt habe, oh, bei 1000 oder wo ich dann 4000 hatte, habe ich gesagt, jetzt möchte ich 10.000 erreichen und dann schauen wir mal weiter. Ja, und das, mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 11.000. Und aber es macht mir nicht mehr so viel Spaß wie vorher, wie, ja, einfach weil ich euch viel mehr zeigen möchte. Ja, auch die, wo ihr kennt mich, meine Sprachfehler und Dings, oder wenn ich mal hier mich verhaspel, ich schneide nicht viel, ja, und ich schneide auch nicht, sowas nicht raus. Klar könnte ich das auch alles rausschneiden und dass das alle glatt ist, perfekt ist, das bin ich nicht. Ich möchte auch ein bisschen Entertainment euch zeigen, so wie ich bin, und dann wisst ihr auch, ob es ehrlich ist. Ja, ich hoffe, ihr wisst es, ob das ehrlich ist. Ja, deswegen reden wir hier. Und deswegen habe ich auch dieses Motto genommen, das war's mit Willis 3D-Druck. Und zwar, das war's, wie es jetzt die letzte Zeit abgelaufen ist, denn das hat mir keiner Freude mehr gemacht. Ja, und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das gesehen habt. Habt ihr das gesehen? Auch die Schnitte, die waren teilweise, es war nur noch schnell, schnell produzieren, machen, machen, tun. Das Lustige ist, viele haben es vielleicht auch gesehen, ich bin auch ein bisschen jetzt mehr bei TikTok. Da habe ich ein tolles Netzwerk auch mit ja, großen Content Creator kennengelernt. Und das Lustige ist, denen ging es alle genau so. Ja? Die waren unter Druck, sie mussten ein Video rausbringen, sie mussten. Und das, worauf sie richtig Bock hatten, das haben sie dann auch nicht mehr so getan, weil alles andere erstmal weg musste. Ja? Und das war, oder auch jetzt hier kann ich fast sagen, das letzte Jahr eine Katastrophe bei mir. Ja, auch durch meine Krankheiten, muss ich dazu sagen, weil ich natürlich das haben wollte und euch zeigen wollte, aber das hat sich hier gestaubt bis zum geht nicht mehr. Und natürlich irgendwann fragen sie halt auch mal, hey Willi, was ist da jetzt los, was ist mit unserem Video? Und bei manchen hat man ja auch Verträge, also das heißt, dass man in einer gewissen Zeit das auch liefern muss. Ja, auch hier den großen Leser, den ich bekommen habe, ja, zeige ich euch noch mal, was ganz lustig ist. Da muss ich 12 Videos davon machen und ich habe da auch voll Bock drauf, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich habe die ganze Wohnung hier umgebaut, nur wegen dem Leser. Ja, aber jetzt bin ich erst, ich sage mal, leicht befreit. Es kommen jetzt hier noch 2, 3 Videos, die habe ich jetzt fertig gemacht, was ich vielleicht euch jetzt hier nicht so sagen möchte, um das einfach mal zu verstehen. Ja? Man macht das ja nicht nur, oh, da kriegt er jetzt einen Drucker oder da kriegt er das. Natürlich ist das so. Ja? Aber wenn ihr 30, 40 Drucker in der Wohnung habt, dann fühlt ihr euch nicht mehr wohl. Ja? Und nein, natürlich ist das nett und hat mir auch weitergeholfen. Ja? Aber wie gesagt, steuerlich, ich behalte das, teste das, probiere aus, ob dann irgendwann mal Probleme kommen, die ich dann berichten kann. Und teilweise gibt es ja dann mal Zubehör oder sowas und dann ist es gut, wenn man den Drucker hat. Ja? So handhabe ich das. Natürlich muss man auch ein Gewerbe anmelden und das sind ja, wenn das dann verkaufen würde, ist auch steuerliche Vorteile wieder und bla bla bla. Man muss es auch, kann es auch verschrotten, dann hat man dann kein Problem mehr. Aber wir haben genug Müll. Deswegen, wie gesagt, habe ich mich dann einfach mal entschieden, jetzt seit nicht mehr den 15. 3D-Scanner zu reviewen, wo sich nicht großartig was verändert hat. Also das ist das, was ich sagen möchte. Es gibt Reviews, aber wo ich jetzt sage, wow, da ist jetzt mal was passiert, das ist eine Änderung, ja, da, das kann man mal zeigen, wo man sagt, okay, die Entwicklung geht jetzt weiter, aber wir sind halt alle einfach noch mal ein bisschen so Bambolab gesteuert. Ja, da warten wir schon auf die großen Innovationen. Anycubic kommt ja jetzt auch, Creality probiert das auch aus. Und ja, warten wir mal, wo da jetzt der neue Weg hingeht. Aber es wird halt immer weniger solche groben Probleme geben, wie gesagt, wer weiß noch, wie man einen Drucker kalibriert oder was sind das? Ja, oder nivellieren, ja, das sind Zeiten, die sind einfach vorbei und das ist auch gut so, denn ihr sollt ja auch Spaß am Drucken haben. Es gibt immer Probleme, sieht man ja auch immer wieder auch mal mit der AMS oder sonstiges, auch bei anderen Druckern, da werde ich jetzt auch weiterhin berichten,
Wie gesagt, das ist das, was ich euch eigentlich mitteilen wollte. Ich will wieder einfach zum Ursprung zurück, wie es damals gelaufen ist, und dass einfach wieder mal hier das Leuchten in den Augen kommt, ja, wo mir Spaß macht. Ich mache jetzt, habe da 2, 3 Roboter gebaut, die baue ich jetzt einfach mal zusammen und möchte es nachgebaut, hat wahrscheinlich schon der 15. YouTube-Creator gemacht, ja. Aber ich, sowas will ich halt einfach machen. Mal schauen, bauen, zusammenbauen, wo gibt es Probleme, gibt es da keine Probleme. Und man lernt einfach auch aus diesen Sachen. Ja. Das ist das, was ich euch mitteilen wollte. Und deswegen auch, das war's mit Willis 3D-Druck, sondern ja, das war's mit den Reviews. Wie gesagt, es wird weiterhin welche geben, aber nur noch gezielt, wo ich jetzt wirklich sehe oder merke, da ist was. Das könnte wirklich, wirklich interessant sein für euch. Ja, und wie gesagt, nicht den 15. Laser, der hin und her fährt und lasert, ja, mit einem 20 Watt Laser. Ja, und ja, die sind alle gleich. Und wobei ich da auch weggehe, ich werde auch nur noch geschlossene Laser testen mit Lüftung, mit Absaugung und sonstiges, weil die offenen sind schon ganz gut für den Preis, wo man hat, aber man sollte es halt einfach nicht in der Wohnung betreiben. Ja, gut, dann hoffe ich, habe ich euch ein bisschen so ein Licht reingebracht, was in Zukunft hier laufen wird. Ihr habt ja auch schon im Intro gesehen, das sind wirklich solche Projekte, da gibt es immer was noch zu berichten. Dann werde ich immer schauen, dass was Neues gibt. Jetzt, wie gesagt, damals auch mit dem Sanlu, mit dem Filamentverbinder. Solche Sachen werden bleiben. Es werden vielleicht auch ein bisschen mehr Technik-Sachen kommen. Aber wie gesagt, da gucke ich halt immer, entweder kann ich es wirklich auch hier gebrauchen, die mich dann ein bisschen unterstützen, dann muss ich es nicht kaufen. Ja, dann kann ich ein bisschen mehr für euch ausgeben. Denn das ist auch so ein Thema. Ihr meint immer, man kriegt jetzt zum Beispiel einen Laser. Da kriegt man 5 Sachen zum Lasern, ja, man sollte eigentlich frech sein und einfach nur noch das Lasern und sagen, ja, so sieht das aus, aber so bin ich ja auch nicht, ich möchte natürlich dann auch euch was zeigen und, aber auch das Material, und es ist leider so, gerade Holz und sonstiges geht in den Baumarkt, das wisst ihr selber, ist alles teurer geworden, und das ist jetzt kein Jammern auf hohem Niveau, aber da gibt man sehr viel Geld aus, noch nebenbei, und wenn man das umrechnet, klar hat man den Laser, aber man hat eigentlich auch viel Geld ausgegeben. Ja? Und das ist das, was ich euch sagen möchte. Und dann, wie gesagt, möchte ich mich hier auch nochmal bedanken, die mich wirklich da auch unterstützen, die hier unten in den Beschreibungen die Affiliate-Links anklicken, ja, wo ich auch ein bisschen Geld verdiene. Aber da kann ich euch auch immer versprechen, das fließt immer wieder hier rein. Ja, liebe Community, das war's. Das wollte ich euch mitteilen. Ich hoffe, die einen erfreut es. Ja? Und die anderen sind ein bisschen beruhigter und sagen, ja, da kommt jetzt nicht nur Werbung. Ja, oder die anderen sagen, ja, das hat eigentlich so gepasst. Ja. Schreibt mir doch mal ganz ehrlich, und das ist mir wirklich wichtig, ich habe ja auch hier eine Umfrage gemacht, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, die ist ja gar nicht so schlecht ausgefallen, obwohl, hier, schaut mal, ja, da sind tatsächlich welche, die dann auch geklickt haben. Ja, Willi, hör einfach auf. Danke nochmal dafür, ja. Vielleicht schau dir auch dieses Video. Nein, den Gefallen werde ich nicht tun. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich das war, wo ich angefangen habe. Oh, wenn mich einer gedisliked hat, das hat mich so geärgert, weil ich einfach gefragt habe, warum machst du das? Oder was war da jetzt? Ja, ich finde, ich bin ja viel im Netz und helfe auch kleinen YouTuber und Creator groß zu werden. Und das ist halt auch so eine soziale Ader von mir. Und ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Ja. Also, warum tut man ein Video anschauen und dann disliken? Ja, derjenige, der das Video gemacht hat, hat sich was gedacht, hat sich Mühe gemacht, hat sich was reingetan. Mann, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich einfach raus. Aber da muss ich doch nicht noch extra disliken. Ja, ich muss da nichts tun. Oder das Bessere wäre, wenn ich dislike, wie gesagt, das ist einfach mal so, was ich jetzt noch loswerden will, dann schreibt doch bitte mal einen Kommentar. Hey Willi, ich habe dich gedisliked, weil das und das stimmt nicht, das ist scheiße. Passiert mir die letzte Zeit echt viel, wo ich einfach irgendwas erzähle. Das Peinlichste war tatsächlich mit den Magneten, wo ich euch hier gezeigt habe. Mit denen, ja, und dann mit dem Lötkolben das eingeschweißt habe. Und gut, das war jetzt nicht die Temperatur, wo es zum Glück aufgelöst hat, aber der hatte recht, ja. Was macht ein Magnet unmagnetisch? Hitze,
Ja, und ja, so ist das, passiert mir auch. Und ich nehme das auch gerne an und finde, sagt dann auch, Mai, klar. Ja. Also daher, das wird weiterhin so passieren und ich finde, seid ehrlich, schreibt mir das in die Kommentare rein und hört bei den kleinen YouTubern auf. Bei mir macht das jetzt nichts mehr aus, ja, weil im Endeffekt weiß man, hey, den interessiert es doch irgendwie, weil ihm muss es ja was geben, wenn jemand ein Dislike und es ist eigentlich gar nicht so schlecht, auch für den Algorithmus. Also, aber es muss nicht sein, finde ich. Ja, gerade auch bei YouTubern, die irgendwas reinsetzen und dann sich Mühe machen und geht einfach raus, lasst es gut sein, ja, und tut es nicht disliken. Ja, oder wenn, wie gesagt, schreibt es in den Kommentar, ich habe dich gedisliked, weil. Ja, okay. Haben wir das auch mal geklärt? Ich habe ja euch den Einblender, möchte ich jetzt hier nochmal zeigen, der da hier auch ganz was Wichtiges gesagt hat, gerade mit den kleinen YouTubern. Ja, seid ja nicht immer so hart. Ja, jeder will, und es wird ja immer mehr, mittlerweile haben wir ja mehr auch 3D-Druck und sehen, oh, da kann ich ja auch in YouTube was machen. Und das ist, gönne ich jeden, ja. Wie einfach Technik, wenn ich sehe, wie sein Kanal gewachsen sind und die anderen Kanäle, die hier alle wachsen, ja, da gucke ich immer auch gerne vorbei und da lernt man auch viel, auch ich lerne viel, ja, und ich sage ja auch immer noch, ich bin immer noch ein Anfänger in diesem Sinne, ja, und in diesem Sinne hoffe ich, nehmt ihr mir die Überschrift nicht so übel, schreibt mir bitte mal eure ehrliche Meinung rein, wie ihr das findet, wie ihr das gesehen habt oder was euch vielleicht auch mehr interessiert, hey, Willi, geh doch mal oder teste auch mal oder versuche mal mit dem Firmen Kontakt aufzunehmen mit dem und dem Drucker. Und dann gucke ich mir das an und wenn ich sage, okay, da ist ein technisch, wo ich sage, wow, da ist was Interessantes dabei, was die anderen nicht haben, dann werde ich das auch tun. Ja, jetzt blende ich euch das nochmal hier ein, nehmt es euch nochmal zu Herzen und dann hoffe ich, sehen wir uns nochmal ganz kurz. Dahinter, das ist ja nicht so, ich setze mich hier hin, halt irgendwas hin und kriege dann viel Geld. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel aufwendiger. Und ich habe mich da auch, das war aber ganz am Anfang. Ja, ich muss das machen, ich brauchte das Geld. War wirklich so. Da am Anfang kannst du nicht wählerisch sein, da musst du machen, was du bekommst, weil du froh bist, dass du was bekommst. Deswegen kann ich es auch vollkommen verstehen, wenn kleinere YouTube-Kanäle Werbung für Dinge machen, wo ich mir denke, oh Digga, aber die müssen es machen, weil die einfach die Kohle brauchen. Deswegen habt wirklich Nachsicht mit kleineren Kanälen, die für Dinge Werbung machen, wo ihr sagt, oh, was ist denn das? Die brauchen das Geld. So. Ja, und das ist auch meine Meinung, ja. Also auch so habe ich gedacht, natürlich, umso mehr ich habe, so mehr kann ich auch mit dem Kanal arbeiten, ja. Also es ist wirklich auch so. Und ich finde das toll, dass das auch ein YouTuber sagt, der über 500.000 Abonnenten hat, ja. Und es gibt auch viele YouTuber, ja, wie Stone, Timestone, der auch schon mal ein Video gemacht hat und gesagt hat, ja, ich mache hier einen Sitze hier, mache ein Video und ich habe das umgerechnet, dann sind ja 0,8 Cent oder bla bla bla, was ich da verdiene dran. Mir geht es nicht ums Verdienen, ja, sonst hätte ich das hier wahrscheinlich nicht machen, ja. Mir geht es einfach nochmal. Ich, Willis 3D-Druck, mein Motto, Freude am 3D-Druck, mittlerweile auch Freude am Lesern, ja. Und das möchte ich vermitteln, das soll auch wieder kommen. Und ich danke, dass ihr jetzt so lange reingeschaut habt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare oder ob ihr mich abbestraft. Ja, werden wir sehen. Ja, und Dislike nicht vergessen. Nein, in diesem Sinne, euer Willis 3D-Druck. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Und ganz wichtig, und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert, liked und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ich kann euch versprechen, jetzt kommen Videos. Wie gesagt, werden vielleicht auch nicht jedem irgendwie gefallen oder sowas, aber ich werde Sachen versuchen, ausprobieren, die es vielleicht auch schon in YouTube gibt, schon ziemlich lang sind, auch vielleicht eine andere Sprache haben und das ausprobieren, euch zu zeigen, geht das überhaupt noch, gerade auch viel mit Arduino oder sonstiges, da müssen die Codes auch wieder angeglichen werden. All das möchte ich ausprobieren, einfach wieder Spaß haben, ja, an 3D-Druck, an Lesern, euch zu zeigen, schöne Ideen, was kann man machen und
Bis dahin, euer Willis 3D-Druck. Ciao.